Hey ho, es ist soweit. Ich habe meine Satteltasche gepackt, habe bloß wieder die kleine Cam dabei, ohne Display. Ein Teil fehlt noch. Jetzt bin ich komplett und jetzt geht's los. Ich gehe in den Keller runter, hol mein Fahrrad hoch, ja, und drehe einfach eine Runde. Gucken wir mal, wohin mich mein Weg heute führt. Ein Brotzeit habe ich auch dabei. Wieder so eine süßes Stückle, wie man so schön sagt. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, nach ein paar Wochen Fahrradfahren, nicht Fahrradfahren, mal wieder Fahrrad zu fahren, aber nun gut. Ich bin auf dem Weg, wo ich das letzte Mal auch runter bin, wo hier unten irgendwo diese Reste sind, aber ich glaube, da kommt man absolut nicht mehr hin. Weil da vorne ist Fischteichzeugsel, wo der eine Weg runter geht und naja. Aber was es hier jetzt anders gibt, die machen hier anscheinend tatsächlich einen Zaun hin. Und es ist, man sollte vielleicht langsam mit dem Fahrrad fahren. Weil nett, dass man hier an so einem Teil hängen bleibt. Teilweise wird der Weg ganz schön eng, da haben sie ganz schön Bogen reingehauen. Naja, ich fahre jetzt einfach wieder weiter unter meiner Brücke durch und dann in das vordere Waldstückle, wo ich das letzte Mal eben von hinten rum nicht reingekommen bin, neben dem Vordereingang. Wahrscheinlich wieder. Ui, jetzt werden wahrscheinlich wieder gut Windgeräusche sein, aber naja, also ganz da hinten liegt meine Brücke. Hier ist ein Fahrradweg und ja, fahre ich jetzt einfach mal lang in dieses, ich nenne es jetzt mal vorderes Wäldle rein. Gucken wir mal, was da auf mich wartet. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Hier so eine Mini-Kapelle. 1989 gebaut, habe ich gerade noch gelesen. Oh ja. Da hängt der Kinderdrachen im Baum drin. Oh ja. Einfach wieder ein bisschen Fahrrad fahren. Ja. Oh, und hier wird es gleich viel, viel kühler. Okay. Oh, fahren wir weiter. Immer nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hier gehen zwar immer wieder so kleine Waldwege weg, aber so halb zugewuchertes Zeug zu befahren, habe ich eigentlich auch keine Lust. Na nun, wo komme ich jetzt hin? Lauingen, Biblis, hau mich tot. Da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil. Boah. Ich fahre einfach einmal die Richtung weiter. Tja, und immer wieder laden so Bänkli zum Verweilen ein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da noch nicht weit genug gefahren bin. Stimmt, ein Topfen stand da hinten gerade dran. Hey. Hilfe! Hier eine klitzekleine Holzbrücke. Oh. Leute, ich habe keinen Plan, wo ich bin. Naja, am Schluss komme ich noch an einem See wieder raus. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon irgendwie witzig, mal so Strecken komplett neu zu fahren und einfach neu zu erkunden. Gebiete, wo man absolut noch nicht kennt. Komm her, Ente, dich gibt's heute Abend. Ja, will nicht, hat sie wieder versteckt. Gut. Weiterfahren. Muss irgendwann einmal dann Pause machen. Oh, Leute, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Ich bin tatsächlich an dem Häuschen gelandet. Der See im Hintergrund. Nun gut, um ganz ehrlich zu sein, ich bin auf der anderen Seite vorbeigefahren, habe ich aber vorher nicht gewusst. Ich habe es mir zwar gedacht. Vorne habe ich dann das Hüttle, Häusle, den Unterstand gesehen und dann haben wir gedacht, komm, eine Ehrenrunde und hier gemütlich ein Käffle trinken. Schön kalt, versteht sich, habe ich in meiner Satteltasche mit so einer Kühltasche drin.
wo man da beim Einkaufen kriegt, 4 Kühl Akkus mit reingeschmissen und gut ist. Mm. Ein paar Meter darunter sind 2 junge Burschen am See beim Angeln. Da unten stehen 2 Angeln. Da drüben haben sie ihr Zeug alles stehen lassen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das sich irgendjemand bedient. Ich zumindest nicht. Naja, aber auf das Kissen könnte ich mich draufhocken. Nee, mache ich. Nicht einmal das mache ich. Nicht einmal das mache ich. Also ich trinke jetzt gemütlich meinen Kaffee und dann fahre ich einfach noch weiter runter die Richtung, weil für heute ist mir das noch nicht genug. Weil ich bin gestern wieder auf der Waage gestanden. Ja. So, Leute, die Jungs sind vorher wieder zurückgekommen. Da fängt es beim anderen auf einmal auf dem Tisch an zu piepsen. Da haben die elektronisches Zeug dran, was denen Bescheid sagt, wenn irgendwas angebissen hat. Oh Mann, wo sind die guten alten Zeiten hin? Wo man einfach nur neben einer Angel gehockt ist und fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, nee. Ah ja, ich glaube, von dem Weg bin ich vorher gekommen und bin hier dann geradeaus hintergeradelt. Ja, und sozusagen jetzt einmal komplett um See rum. Ja, und dann schau ich mal, wie ich nachher da vorne weiterkomme. Also hinter mir ist gleich die Staubrücke. Die Staustufe. Staustufe, ja. Biergarten 800 Meter. Hört sich auch nicht schlecht an. Vielleicht ein kaltes Cola schlürfen oder so. Donaubrücke, Dillingen. Ach komm, fahren wir einfach mal die Richtung. Und gucken wir, wo wir rauskommen. Leute, ich weiß nicht, wie oft habe ich schon gesagt, ich habe keinen Plan. Habe ich hier wirklich nicht in der Gegend. Aber mit der Zeit werde ich mich auskennen. Mhm. So, jetzt bin ich unter der Donaubrücke Dillingen, unter der Dillinger Donaubrücke. Ja, schon ganz ein Stück heute geradelt. Campingplatz da und da hinten am Auwaldbad, Freibad bin ich vorbeigefahren, das habe ich jetzt auch einmal gesehen. Ja, da war ich auch noch nie drin. Ich war schon ewig nicht mehr in einem Freibad und ich glaube, ein Stückchen radle ich noch. Vielleicht finde ich ja noch mal irgendwie eine nette Stelle, wo ich dann endlich gescheite Brotzeit machen kann. Der Biergarten hat mich nicht angemacht. Der hat mich nicht angelockt. Da bin ich einfach weitergefahren. Ja. Ach, eine schöne, kühle Brise geht hier. Also jetzt sind wir jetzt in einem Bereich, wo, glaube ich, links und rechts nicht mehr so arg viel der Donau bebaut ist. Irgendwie sieht es da drüben auch gleich ganz anders aus. Ah ja, ist irgendwie eine schöne Gegend. Naja, irgendjemand hat ja mal gesagt, man könnte eigentlich die ganze Donau entlang radeln. Keine Ahnung. Das wäre doch auch mal was, so eine richtige paar Tages Fahrradtour. Muss man echt einmal überlegen. Kleines Inselchen da drüben. Oh, da können wir später auf der Karte mal nachgucken, ob wir dieses kleine Inselchen auf der Karte finden. Weil ich weiß nicht, wie weit ich mittlerweile schon geradelt bin. Ich weiß nicht, in welcher Höhe ich bin. Es sind auf alle Fälle schon über 10 Kilometer. Einfache Richtung. Ich bewege mich ja immer noch von zu Hause weg. Oh Mann. Puh. Verdammt, die ganze Strecke muss ich auch wieder heimfahren. Oh, nee. Naja. Kriege ich schon hin. Kriege ich schon irgendwo hin. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, mein Bäuchle wird es mir danken. Weil ich muss jetzt endlich was gegen das Bäuchle tun. Weil die ganze Zeit tue ich bloß fürs Bäuchle. Ja. Das wird mal langsam zu viel des Gewichtes. Gut, das sieht schon geil
an der Donau entlang. Ich glaube, wenn ich nachher noch eine Bank, zwar ohne Lehne, aber das ist mir jetzt wurscht, hier mache ich jetzt meine Brotzeit. Ah, da. Ah, zwar ein paar Ameisen, aber auch egal. Ich glaube, ich fahre da jetzt, ach, da hinten sehe ich eine Brücke. Ich fahre ganz da hinten. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Brücke das ist. Bin ich doch so weit gefahren. Über die fahre ich rüber, rüber und auf der anderen Seite fahre ich dann ganz pauschal zurück. Schauen wir mal, wie da der Weg ist. Ich hoffe, dass ich es nicht bereue und wieder retour fahren muss. Naja, wir werden sehen. Dazu noch mein zweites Käffle, was ich dabei habe. Dann habe ich jetzt noch in meiner Wundertasche noch einen Red Bull und einen Spezi. Und ein Kinder Maxi King. Wow. Das sind die Notreserve, bevor ich verhungere. Naja. Auf alle Fälle gefällt mir das jetzt besser, als zu Hause rumzuhocken. Oder jetzt in dem geschlossenen Café rumzuhocken. Aber da war ich ja heute schon drin. Aber bloß schnell was geholt. Gut. Ich brotzeitel jetzt eine Runde. Mach vielleicht einen Livestream. Muss ich mal gucken, ob ich ein Netz habe. Und nachher fahre ich weiter. Planänderung. Zuerst habe ich ja jetzt vorgehabt, noch bis zu dieser anderen Brücke da vorzufahren. Aber dieses Schild macht mich jetzt an. Radler-Oase. Rasten, genießen, auftanken. Und der Fahrradweg zeigt auch darüber und nicht geradeaus. Naja. Egal, ich bin eh schon, was weiß ich, wie viele Kilometer in der Richtung gefahren. Fahren wir jetzt davor und vielleicht können wir ja innerhalb zurückfahren. Zuerst habe ich ja gedacht, da drüben. Aber wenn ich da so rüber gucke, knallt mir dazu sehr die Sonne hin. Nee. Ja. Gut. Weiterfahren, gucken, was kommt. Ach Mann, das hat der gar nicht aufgenommen. Ich musste gerade anhalten, umdrehen, um meinen Hut wieder einzusammeln. Weil gerade von da hinten aus dem Wäldle gekommen. Da ist irgendwie ein betonierter Weg. Die Richtung 7 Kilometer Höchstädt. Leute, ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ich kann es euch nicht sagen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja irgendeine bekannte Stelle. Ach, nach Steinheim geht es in der Richtung. Na ja, fahren wir mal dahin. Tja Leute, ich bin jetzt in Steinheim rausgekommen. Habe wirklich total die Orientierung verloren. Das sieht man daran. Hey Michi, grüß dich. Hey! Das sieht man daran. Wie hast du mich von hinten jetzt erkannt? Wie hat der mich von hinten erkannt? Ich glaub's ja gar nicht. Ich weiß nicht einmal mehr genau, wer das war. Ich breche echt ab. Tja, so kann's gehen. Ja, auf alle Fälle die Richtung Dillingen, die Richtung Höchstädt. Jetzt weiß ich, wer das war. Naja. Einmal umdrehen, andere Richtung, weil ich wollte direkt über Dillingen, ja, wieder zurückradeln. Okay, umdrehen. Ach, dann wären wir auch schon wieder in Dillingen. Da drüben ist mein Teiledandler, wo ich immer mein Zeug hole. Und zum Baumarkt. Ach, alles mal so von hinten etwas näher betrachten. Alles ein bisschen genauer betrachten hier. Nicht bloß immer aus dem Auto raus. Und fertig. Da
Da ist der große Edeka, wo ich auch ab und zu was hole. Aber heute Sonntag, da ist zu. Naja, egal. Ich fahre jetzt knallhart quer durch Dillingen, durch Lauingen, bis ich zu Hause bin. Also hier zwischen Dillingen und Lauingen. Ah, da ist übrigens der TTL, wo ich meine Vorhänge gekauft habe. Also nichts Designerware. Ja, Seitenhieb muss immer wieder mal sein. Ja, nur so zur Orientierung auch. Ich mache jetzt hier einfach nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Nur kurz verschnaufen und dann geht es in 2 Minuten weiter. Oder ich hole mir noch was zum Trinken raus. Schauen wir mal. Endlich wieder zu Hause. Locker 2-3 Stunden jetzt unterwegs gewesen. Hölle, Mann. Hölle, Hölle, Hölle. Aber geil war's. Eine tolle Tour war das. Jetzt fahre ich gerade den Rechner hoch. Und dann schauen wir uns die Tour noch mal ganz kurz auf der Karte an. Einzige Nachteil jetzt ist, ich glaube, ich habe heute keine Lust mehr, mir großartig was zum Essen zu machen. Boah, naja, mein Bäuchle dankt es mir. Ja, und die Google-Zeitachse zeigt es noch mal ganz genau, wie ich gefahren bin. Also das war heute echt eine geile Tour und ich bin gespannt. Ja, so schnell geht es auch nicht, dass man abnimmt, glaube ich. Ja, aber gut tun tut man das, glaube ich. Muss ich jetzt einmal wirklich öfters machen. Vielleicht auch mal in eine andere Richtung machen. Muss ich mich mal mit dem unten im Radverladen mit dem unterhalten. Weil ich weiß, dass es da Apps gibt fürs Handy, wo man dann so jetzt Ruhe, wo man dann so Touren angezeigt kriegt. Ja, und ja, wenn mein Handy bimmelt, das sind halt Leute, die kümmern sich um mich. Muss ich ganz ehrlich auch mal dazu sagen. Und ja, weil dass sich jemand im letzten Video darüber aufgeregt hat, dass öfters mal mein Handy geht. Ich freue mich drüber. Ja, und vielleicht dann einmal am Handy solche Fahrradtouren ja, drauf aufleuchten lassen und Savvy dann als Navi nehmen. Noch an die Querstange so eine Tasche hin oder so, wo man das Handy reintun kann, weil an meiner Lenkertasche funktioniert das leider nicht. Aber vielleicht finde ich da noch was anderes. Dann muss ich mal mit dem da unten quatschen. Und ja, dann könnte ich mir doch vorstellen, dass ich noch mehrere Fahrradtouren mache. Definitiv. Also das höre ich nicht auf. Vielleicht nicht jede Woche oder jeden Tag. Aber doch hin und wieder. Ja, und sowieso. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Und ich sage dann Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.